Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. You know what amazes me about you? Well, could be anything. I'm a pretty amazing guy. You turn the keys to your bar over to the guy who's asleep on your pool table. And then you jump in your car and you drive me to hell and gone and you don't even know where we're going. Ask the question, am I willing to surrender to God? What the hell happened to Mueller the Mauler? First class drinker, gambler. I see we have some visitors amongst us here today. We're in the service together with your pastor. I haven't seen these men in decades. They represent a dark period in my life. That went down awfully quick. Drinking for two now that you got all old and boring. Shine down a light on me. Because of my son, I came here, found you guys. A year ago, we joined the Corps, and then 2 days ago, they told me that he'd been killed. He's gonna be buried in Arlington, and I was wondering if you guys could come with me. I've come to you in search of some... They sent him off to a godforsaken desert. Why? I'm taking Larry home. With all due respect, sir, he deserves to lie at Arlington. You're gonna take Doc back and try to make it fun. You're cutting off your nose to spite your face. Did you look at these faces? They've already been spited. I thought we were going to a funeral. We are going to a funeral. Just looks like it's gonna take a little longer to get there. What you gonna do? Strap the coffin to the roof of your car? We could do that. Oh man. The thing that made Larry different from the rest of us, he had a happy childhood. He said that? Yes, sir. If there's 1 minute that's not too terrible, I'd like to try to enjoy it. His Holiness can hardly walk, let alone handle a big rig with a hydraulic lift. This is a rental with an automatic transmission. You guys ready for an adventure? Let's go. What do you smell? Urine. I love it. It's like the official scent of the city. Things that come into your head and out of your mouth. You worry too much. That's why your hair went so gray. Could you resist a man in this uniform? I don't think I could. You're there for your brothers. Yeah, that's all that really matters. Get out of the way. Okay, you want to play? Let's play. Hey, move! Hey, you trying to get me killed? I will bury your ass. Mueller has arrived. Woo. Evelyn, ich bin zu Hause. Lief alles glatt? Oh ja. Ein Kinderspiel. Polizei, Sie sind festgenommen! War es das als verdeckter Ermittler? Ja, aus und vorbei. Wir müssen den Leuten sagen, dass Drogen nicht toleriert werden. Polizei, ergänzt Sie mir! Das haben Sie bestellt! Hören Sie zu, Washington möchte die größte Razzia in der US-Geschichte machen. Es geht um Pablo Escobar und seinen Haupthändler Roberto Alcano. Machen Sie bitte? Sie sind verantwortlich für 80% der Drogen, mit denen unser Land überschwemmt wird. Versprich mir, das ist das letzte Mal. Das Team wird umgestellt. Mesur, Sie sind bei Abreu. Der Kerl ist verrückt. Ich kenne diese Typen. Man muss mit ihnen wetten gehen, man muss mit ihnen saufen. Man muss einfach alles mitmachen, Mann. Das ist Ihre zukünftige Ehefrau. Verdammt, ich brauche eine Verlobte. Wie oft hat sie schon verdeckt ermittelt? Das ist das erste Mal, aber sie war die Beste ihrer Klasse. Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin ein großes Mädchen. Nur ein falsches Wort. Es geht los. Ein Ausrutscher. Meine Freunde, willkommen in den Vereinigten Staaten. In meinem Geschäft kommt nie etwas Gutes heraus, wenn das Vertrauen fehlt. Wenn das Vertrauen fehlt, gibt es keine Loyalität. Und das endet nie gut. Auf den Boden! Das war ein Vorsprechen. Sie haben die Rolle. Sie nennen mir Zeitpunkt und Ort. Ich gebe Ihnen ein Zeitfenster von 5 Minuten. Wenn innerhalb dieser 5 Minuten was schief geht, gehöre ich Ihnen. Ohne Wenn und Aber. Ich werde mich nicht an dem Überfall beteiligen oder eine Waffe tragen. Ich fahre. Sind Sie erst vor kurzem nach L.A. gezogen? Nein, ich lebe hier schon eine Weile. Was machen Sie so? Ich bin Fahrer beim Film. Ist das nicht gefährlich? Ich mache das nur ab und zu. Hi. Hi. Ach, ihr beiden kennt euch. Hör auf.
Wenn man den Burschen in das Steuer setzt, gibt es nichts, was er nicht kann. Darf ich dir Bernie Rose vorstellen? Meine Hände sind etwas schmutzig. Meine auch. Wer war das? Es gibt ein paar Typen, für die ich einen Job machen soll, aber ich spiele da nicht mit. Was ist denn das für ein Job? Wir sehen uns in 5 Minuten. Ich brauche nur 4. Oh mein Gott! Hast du irgendwas von einem zweiten Wagen gewusst? Er sagt nicht, dass da irgendein Wagen sein wird, der uns auffindet. Wem gehört das Geld, das ich habe? Ich werde dir mal was verraten. Wenn jemand das rausfindet, sind wir beide tot. Was hast du da? Hat dir das einer der Männer gegeben? Du hast ihn von Irene erzählt! Jetzt beruhige dich, Junge! Kommt dir die bekannt vor? Was deine Träume betrifft, Hoffnung für die Zukunft, die wirst du auf Eis legen müssen. Für den Rest deines Lebens wirst du höllisch aufpassen müssen. Das Vorgehen des Iran hat die zivilisierte Welt zutiefst erschüttert. Los, los, los! Alles vernichten! Unsere Botschaft wurde gestürmt und mehr als 60 amerikanische Bürger werden als Geiseln gehalten. Wenn wir hier weg wollen, müssen wir sofort raus. Was ist passiert? 6 Geiseln konnten durch einen Hinterausgang entkommen. Wo sind sie? Im Haus des kanadischen Botschafters. Die schicken die Revolutionsgarden von Tür zu Tür. Wenn die Leute sterben, dann einen furchtbaren Tod. Das Weiße Haus? Will die 6 rausholen. Wir dachten dabei an Fahrräder. Liefern Sie die 6 Fahrräder zusammen mit Landkarten. Oder schicken Sie ihnen Stützräder mit und empfangen Sie sie an der Grenze mit Gatorade-Drinks. Wenn nicht ein Wunder geschieht, kriegen wir sie da nicht raus. Na, kleiner Mann, was sehen wir uns da an? Ich habe eine Idee. Sie sind ein kanadisches Filmteam, das da einen Science-Fiction-Film dreht. Ich fliege nach Teheran und wir alle fliegen als Filmteam wieder aus. Sie müssen mir helfen, einen fingierten Film zu drehen. Sie wollen nach Hollywood kommen und einen auf Filmbus machen, ohne wirklich was zu tun? Ja. Dann passen Sie da hin. Sie brauchen ein Drehbuch. Argo, ein Science-Fiction-Fantasy-Abenteuer. Mondlandschaft, Mars, Wüsten. Wir brauchen einen exotischen Drehort. Sie brauchen einen Produzenten. Wenn ich einen fingierten Film drehe, wird's ein fingierter Kassenknüller. Haben Sie keine bessere blöde Idee als die? Das ist die beste blöde Idee, die wir haben, Sir. Mit Abstand. Sie haben 72 Stunden, um sie rauszuholen. Hier ist Besuch für Sie. Haben Sie so schon mal Leute befreit? Nein. Sie erwarten, dass wir Ihnen unser Leben anvertrauen. Das ist mein Job und ich habe noch nie jemanden zurückgelassen. Wir wissen, wer Sie sind und dass Sie sich verstecken. Es ist vorbei, Tony. Wenn Sie hier bleiben, werden Sie geschnappt. Aber vermutlich nicht lebend. Wir sind für diese Menschen verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Glauben Sie, Ihre kleine Geschichte ändert was, wenn man uns eine Knarre ins Gesicht hält? Ich glaube, dank meiner kleinen Geschichte hält man Ihnen keine Knarre ins Gesicht. Ihr nächster Auftrag wird Sie zum bestbezahlten Drehbuchautor in Hollywood machen. Und damit zum bestbezahlten auf der Welt. Wo soll ich unterschreiben? Der Kommunismus ist keine so weit entfernte Bedrohung. Seine gefährlichsten Vertreter sind in Hollywood. Sie müssen erkannt werden als die Feinde, die sie sind. Wieso Filme? Wieso wir? Wir arbeiten in einer Branche, in der die Kameras auf uns gerichtet sind. Verräter! Uns festzunageln macht sie doch berühmt. Meine 35 Millionen Leser wollen, dass man diese Verräter feuert. Mr. Trumbo, sind Sie jetzt oder waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei? Bin ich angeklagt wegen eines Verbrechens? Wir befinden den Angeklagten für schuldig der Missachtung des Kongresses. Kein Studio wird jemals ein Mitglied der Kommunistischen Partei beschäftigen. Die haben nicht das Recht dazu. Wir werden genau das tun, von dem alle sagen, wir dürften es nicht. Wir arbeiten. Wie ist Ihre Haltung zur Schwarzen Liste? Ich stehe drauf. Die Schwarze Liste lebt und ebenso der Schwarzmarkt.
Ich schreibe Ihnen einen Film für 1200. Und Sie wollen nicht, dass Ihr Name draufsteht? Nein, Sie wollen nicht, dass mein Name draufsteht. Bezahl den Mann! Er ist ein Genie! Telefon für dich. Wer ist dran? Kirk Douglas. Ich mache einen neuen Film. Wie ein einzelner Mann versucht, die ganze Welt zu erobern. Und wie lautet der Titel? Spartacus. Seit ich dich kenne, redest du wie ein Radikaler. Aber du lebst wie ein Reicher. Ich glaube nicht, dass du bereit wärst, das hier alles zu verlieren, um das Richtige zu tun. Wenn wir einen großen Film bekommen, können wir alle großen Filme bekommen. Dann hört dieser ganze Mist hier auf. Feuern Sie Dalton Trumbo, oder wir werden Sie vom Markt drängen. Ich glaube nicht, dass Sie und ich Freunde werden. Alles wird gut werden. Du hast keine Ahnung, was du verlieren könntest. Das ist Krieg! Das ist Krieg! Flüstern Sie mir einen Film zu, den Sie heimlich geschrieben haben. Vielleicht habe ich schon davon gehört. Ein Herz und eine Krone. Wir können das schaffen. Wir können sie fertig machen. Wir können gewinnen! Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.